Willkommen zu einer neuen Folge vom Blick zurück, dem History-Podcast Ihrer BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Herbert Schlegel. Herr Schlegel, wir kennen uns schon einige Jahre. Würden Sie sich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin Diplom-Geologe, habe an der Humboldt-Uni in den 50er Jahren studiert, habe dann in der DDR als Geologe gearbeitet in der geologischen Erkundung und Forschung und bin aber seit meinem 50. Lebensjahr als Rentner unterwegs, mache aber viel ehrenamtlich noch mit Kindern. Da haben wir uns kennengelernt. Ein Berliner Held für unsere BZ-Aktion. Da haben Sie sozusagen Kindern hier aus dem Kiez. Wir sind jetzt in Hellersdorf. Ein bisschen was über ja, den Untergrund von Berlin erzählt. Und ein anderes Mal sind Sie mit einem Kollegen von mir, glaube ich, waren Sie unterwegs, haben Gold gesucht. Richtig, richtig. Ja, also mit den Kindern machen wir alles Mögliche in Sachen Geologie. Wir machen Basiswissen Vermittlung und dann unter anderem auch eine Geologie von Berlin, aber nicht nur für Kinder. Wir haben einen kleinen Verein, da haben wir zum Beispiel eine geologisch-touristische Karte von Berlin erarbeitet. Da sind dann entsprechende geologische Ziele bezirksweise aufgeführt. Zum Beispiel an der Erdoberfläche, die Oberflächenformen, die im Wesentlichen durch die Eiszeit entstanden sind, Grundmoräne, Endmoräne, Sander, Urstromtal. Aber wir gehen auch in die Tiefe. Wir haben ja in Berlin Tiefbohrungen, die bis unter 4 Kilometer hinabreichen und in der Umgebung bei Oranienburg sogar bis unter 5 Kilometer. Oder wir haben in Rüdersdorf bei Berlin auch den Untergrund zum Vorschein kommend. Und aufgrund dieser Daten, die wir von daher wissen, können wir ungefähr eine Geologie oder geologische Geschichte, Erdgeschichte von Berlin wiedergeben. Wenn man über Berlin spricht, geologisch, hört man immer wieder, Sie haben es ja auch schon erwähnt, das berühmte Urstromtal. Die berühmte Eiszeit. Stimmt es, dass wir quasi auf den Überresten der Eiszeit wohnen und leben? Das stimmt. Und zwar besteht der Boden der ganzen Stadt oberflächlich aus eiszeitlichen Bildungen und nacheiszeitlichen Bildungen auch. Wann war diese Eiszeit, Pi mal Daumen? Ja, die Eiszeit hat eigentlich vor 2 Millionen Jahren schon begonnen. Aber wir haben eigentlich nur Sachen, die ungefähr 1 Million und älter sind und jünger sind. Okay. Das heißt, eine Zeit lang lag Eis und Schnee über Prenzlauer Berg und Reinickendorf? 7-mal sind die Gletscher der Eiszeit über Berlin gerutscht, zum Teil mehrere Kilometer dick. Oh, dann als Eis. Das heißt, die kamen von Norden? Ja. Und wuchsen und wuchsen und wuchsen. Und dann war auf einmal alles. Brachten natürlich auch Steine mit, nehme ich mal an. Genau, die brachten Schutt und Steine jede Menge mit. Und beim Abtauen ließen sie das dann entsprechend liegen. Beziehungsweise die Schmelzwässer haben es auch befördert in das Urstromtal im Allgemeinen. Das Urstromtal ist das Warschau-Berliner Urstromtal. Das geht von Ost nach West quer durch Berlin, durch Berlin-Mitte und die anschließenden Bereiche. Und nördlich davon haben wir die Barnim-Hochfläche und südlich die Teltow-Hochfläche. Das sind Moränen-Hochflächen. Ja, und das Urstromtal geht dann weiter in das Elb-Urstromtal bis in die Nordsee.
Die großen Klamotten, die man sieht, stimmt es, dass die zu schwer sind, um wieder dann zurückzukommen? Diese großen Findlinge? Die großen Findlinge sind eigentlich zu schwer für Schmelzwasser und sind also an Ort und Stelle, wo wir sie jetzt finden können, liegen geblieben. Einfach durch das Niedertauen des Gletschereises sind sie nach unten mitgesackt und dann im Boden und auf dem Boden liegen geblieben. Und wo kam dieses ganze Geröll ursprünglich her von Norden? Das kam aus Skandinavien, Ah. vorwiegend aus Schweden und Finnland, aber auch aus Norddeutschland, Nordpolen und dem Ostseeraum. Das heißt, wir leben eigentlich auf schwedischem Stein. Genau, wir leben in Südschweden, ja. Wir leben in Südschweden. Aber als Geologe gehen Sie ja viel mehr ins Detail. Aus was besteht der Untergrund? Kann man das für den Laien begreiflich machen? Da ist bestimmt eine Menge dabei. Ja, man hat also diesen eiszeitlichen Untergrund früher stärker erforscht. Zum Beispiel in Westberlin musste man ja bauen, 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 auch zu früheren Zeiten. Ja. Und da hat man in Spandau und anderswo Kiesgruben angelegt und da entsprechend Baumaterial, also Kies für Beton, herausgeholt. Diese ganzen Kiesgruben, die auch im Ostteil zum Teil betrieben wurden, existieren heute nicht mehr. Und da konnte man dann sozusagen auch ein bisschen forschen. Und da konnte man sammeln, da konnte man forschen, da konnte man diese 7 Gletschervorstöße entdecken durch entsprechende Forschung. Es gibt ein bestimmtes Gestein, das nennt sich Geschiebemergel. Das ist eine reine Gletscherablagerung ohne Schmelzwasser. Bleibt das einfach liegen. Wenn das Eis taut, läuft es langsam als Gletscher, als Wasser ab, als Schmelzwasser, aber nimmt kaum Material mit, wenn es ganz langsam passiert. Und dann bleibt das ganze Material zusammengebacken liegen als ein Gemenge von Sand, Ton, Steinen, Kies. Ganz blöd gesagt, Stein ist nicht gleich Stein, sondern da kann man sozusagen sehr ins Detail gehen. Ja. Wir laufen auch über Steine in Berlin. Da gibt es diese berühmten Schweinebäuche, riesige, große Granitplatten. Wie laufen Sie darüber? Gucken Sie dann, was da drin ist? Genau, Wirklich? Das genau. ist ja Ich toll. gucke immer, wenn ich über Steine, über Pflastersteine oder auch über diese Schweinebäuche laufe, da ist meistens oder oft irgendetwas drin, was interessant ist. Und ja, wobei es so ist, diese meisten Pflastersteine und auch die Schweinebäuche, die kommen ja aus irgendwelchen Steinbrüchen und sind nicht von den Gletschern hergekommen. Verstehe. Das heißt, importiert und dann hier verlegt, aber für den Geologen trotzdem sozusagen, na, wie sagt man, so ein Open-Air-Museum. Genau. Also dieses Open-Air-Museum habe ich etwa im Bezirk Hellersdorf eingerichtet in Form eines Geolparks, nenne ich das. Aha. Da sind ungefähr 200 Punkte beschrieben, wo man Geologie sehen kann in Form von vielen Findlingen, die auf den Spielplätzen verarbeitet worden sind etwa, oder auch von Pflastersteinen oder auch von Platten, Fußbodenplatten oder auch Grabsteine. Ja, da kann man also viel mitmachen. Ich habe auch eine Edelsteinstraße durch Hellersdorf entwickelt, wo man an den Steinen, die hier verarbeitet sind oder herumliegen, Edelsteine beobachten kann.
Wo würde der Geologe oder der Hobbygeologe, wo ist der unterwegs auf seinen Streifzügen? Womöglich gibt es noch Wälder oder Kiesgruben? Wo haben Sie einen Tipp, wo man interessante Stücke finden kann in Berlin oder Umgebung? Es ist so, in der Berliner Umgebung gibt es zwei wichtige Punkte, die gelten als Mekka der Geologen. Einerseits, weil ist es der Steinbruch in Rüdersdorf, der Kalksteinbruch, wo aus dem man in Rüdersdorf Zement herstellt. Und zum Zweiten die ehemaligen Gipsbrüche bei Sperenberg, südlich von Berlin. Das sind Bereiche, die sind aus älteren Erdzeitaltern, nicht aus der Eiszeit, sondern älter entstanden schon. Und dann gibt es auch Kiesgruben in der Umgebung von Berlin, die fallen dann in die nähere Zeit, also in die Eiszeit. Und weiter weg im Raum Cottbus, Niederlausitz, gibt es ja die bekannten Braunkohlentagebaue, die ja dann auch wiederum älter sind als das Eiszeitliche, was man in Berlin beobachten kann. Und dann gibt es in Berlin selbst ja auch noch die Stelle, wo man Erdgas speichert. Im Grunewald, in der Nähe vom Olympiastadion, gibt es ja diese Erdgasspeicheranlage, und in der kann man die Bohrung Berlin, die vor Jahren mal dort abgeteuft wurde, liegen sehen in Form von Bohrkernen. Muss man sich entsprechend anmelden und darf die dort vielleicht dann besichtigen. Dann gibt es noch zwei Möglichkeiten. Die erste ist natürlich und wahrscheinlich die allerbeste hier im Haus Babylon in Hellersdorf, Mittwoch oder Freitag mal vorbeizuschauen. Mittwoch ab 16 Uhr, Freitag ab 18 Uhr, da sind Sie da und geben Kurse für kleine Menschen, für große Menschen, für kleine Geologen und für große Geologen, kann man eine Menge lernen. Ja. Sie bringen immer interessante Stücke mit, haben Sie mir erzählt. Sie haben auch ein paar da immer. Und das kostet nichts, das machen Sie ehrenamtlich seit vielen Jahren. Muss man sich anmelden? Oder? Nein, es ist kostenfrei, aber nicht ganz spendenlos. Alles klar. Einen guten Kaffee gibt es auch, den habe ich mir gerade hier gegönnt. Was ich noch sagen wollte, natürlich kann man, wenn man alleine anfängt als Autodidakt, kann man auch einfach erstmal ins Naturkundemuseum gehen und sich die vielen schönen Schaukästen angucken, mache ich manchmal. Ja, aber es wäre besser, wenn man ein absoluter Laie ist, dann kommt man erstmal hier zu uns. Und wir sind sozusagen eine Vorstufe. Denn ich habe da auch einschlägige Erfahrungen mit dem Naturkundemuseum. Und das ist beispielsweise für Kinder manchmal schwierig zu erfassen, was dort angeboten wird, weil es ist eine Riesenmenge. Es erschlägt einen. Und wir haben ja vor, hier ein Kindermuseum einzurichten, wo wir Schritt für Schritt in das Metier einführen möchten und wo wir also auch für Laien entsprechend vorgehen wollen. Das heißt, wir geben eine Einführung und dann gehen wir in das Einzelne. Weil Kinder gleich das Einzelne vorzuführen, bringt es eigentlich nicht. Weil die haben nicht die Voraussetzung, leider nicht aus der Schulzeit oder aus der Schule her. Also da denke ich, ist es besser, wenn wir das so machen, wie wir es vorhaben, Schritt für Schritt vorzugehen. Und wir haben da also auch das Thema Berlin mit drin natürlich. Wir haben im Moment eine Vortragsreihe im Angebot mit 16 Vortragsthemen verschiedener Art. Die können hier abgefragt werden und da kann man zu den genannten Zeiten hier ins Babylon kommen und sich diese Vorträge anhören. Jede Woche ein neuer Vortrag natürlich. Im Moment haben wir den Vortrag
Gold in Berlin. Und dazu habe ich vor Jahren mal einen kleinen Goldrausch in Berlin entfacht. Erzählen Sie mal. Dieser Goldrausch hat dazu geführt, dass sich unser Verein, den ich damals angeführt habe, verdoppelt hat in der Mitgliederzahl von 20 auf 40. Und er hat dazu geführt, dass Menschen, die aus Arbeitslosigkeit heraus eine gewisse Langeweile auch hatten, ein Thema hatten. Und wir haben also einen Menschen zum Beispiel da mit im Verein gehabt, der hat sich jetzt mehr abgesondert, aber egal. Der hat im Müggelsee inzwischen über 100 Goldflitter aus dem Strand gefischt, die ich ihm da mal, den Weg dahin habe ich ihm mal gezeigt. Ja. Richtig, mit wie in Amerika? Mit einer Goldwaschpfanne. Ja. Er hatte selber eine, das haben wir ja hier auch mal gezeigt, ne? Er hat hier eine und es ist aber ein anderer, der das macht. Und ich habe eine mal aus USA mitgebracht, eine kleine für Kinder mehr gedacht. Aber das war jetzt auch eine Möglichkeit, das zu demonstrieren, wie man da vielleicht Gold aus dem Sand gewinnen kann. Und dieser junge Mann, der immer noch arbeitslos ist, glaube ich, der ist ja inzwischen kurz vor der Rente, glaube ich schon auch, aber der hat da sein Vergnügen mit gehabt und hat es wohl immer noch. Man kann am Müggelsee wie auch an anderen Seen oder Stränden aus bestimmten Bereichen des Strandes das Gold gewinnen, aber nicht aus allen Bereichen. Die Wellen, die auf dem See ja ab und zu vorkommen und am Strand von Meeren, der Ostsee etwa, vorkommen, spülen das Gold auf den Strand und dann fließen sie ja langsam wieder zurück. Und dieses langsame Zurückfließen schafft es nicht, das Gold wieder mit zurückzunehmen. Deswegen bleibt es dann an bestimmten Stellen auf dem Strand praktisch liegen. Und diese Stellen kann man erkennen. Da bleibt nämlich noch anderes, schweres Material liegen, was schwerer ist als normaler Sand. Und das färbt dann den Sand dunkler, als er normal gefärbt ist bei uns. Der ist ja sonst hell gefärbt. Und diese dunklen Stellen, die sind dann goldführend auch. Was ich immer wieder höre, was jeder immer wieder hört, Berlin ist auf Sand gebaut, in einer Streusand, märkische Streusandbüchse. Richtig. Wie darf ich mir das vorstellen? Bei mir im Garten ist erstmal Erde, da ist kein Sand. Das ist Muttererde, da pflanzen die Blumen, da wachsen die Blumen drin. Können Sie uns mal so eine Vorstellung geben, wie es direkt unter uns aussieht? Also direkt unterm Bürgersteig, direkt unterm Kudamm. Ja, also zunächst mal zu dem Satz, Berlin ist auf Sand gebaut. Der bezieht sich nicht auf Berliner Sand, sondern der bezieht sich auf den Sand, der im Umland abgebaut wurde und auch ja in Beton dann nach Berlin gekommen ist. Ich verstehe. Also das ist eher der und Sand. Ja, man rechnet eigentlich auch die Ziegel dazu, die man früher in Berlin und heute zum Teil ja auch noch verbaut hat. Die bestehen aber mehr aus Ton, den man gebrannt hat. Auch außerhalb von Berlin, im Havelland etwa, hat man bei Zedenick viel Tonziegel gebrannt und auf den Kähnen dann nach Berlin, auf den Zillen, wie man die Kähne nannte, nach Berlin gebracht. Aber unterhalb von dem Berliner Sand gibt es natürlich dann noch andere Steinarten aus älteren Erdgesteinsbereichen. Die Geologie teilt
den Untergrund in mehrere Stockwerke ein. Das oberste Stockwerk ist das sogenannte Lockergesteinsstockwerk. Und da befindet sich auch Sand mit drin. Sand ist ja was Lockeres. Darunter kommt dann ein weiteres Stockwerk, das sogenannte Deckgebirgsstockwerk. Das sind dann schon feste Steine, Kalksteine, Sandsteine, Tonsteine, die sich abgelagert haben und fest geworden sind mit der Zeit. Die haben dann auch schon ein Alter über 50 Millionen Jahre vielleicht. Ja? Und darunter gibt es dann noch zwei weitere Stockwerke, ein sogenanntes Übergangsstockwerk und ein Grundgebirgsstockwerk. So, diese vier Stockwerke liegen also unter uns. Das oberste guckt natürlich oben raus. Und die kann man dann noch weiter unterteilen in 12 Erdzeitalter. Und ja, die sind dann durch Bohrungen in Berlin, wie ich schon sagte, bis 4 Kilometer erforscht worden. Allerdings nur bis in, in den obersten Bereich vom Grundgebirgsstockwerk hinein. Man hat also in Berlin dann das sogenannte Tertiär erbohrt mit den Braunkohlen, die wir auch unter Berlin zum Teil liegen haben. Dann haben wir das Übergangsstockwerk, das also in Rüdersdorf zutage tritt und auch in Sperrenberg zutage tritt, aufgrund geologischer Bewegungen, die dort stattgefunden haben. Und bei uns aber in Berlin erst in tieferen Bereichen anzutreffen sind. Also da gibt es dann Kreideablagerungen auch und so weiter. Und eben auch die Kalksteine von Rüdersdorf liegen ungefähr 1000 Meter unter uns hier. Und dann kommt noch eine dicke Salzschicht, die ist, ja, in Spandau, glaube ich, auch 2 Kilometer dick. Und an anderen Stellen ein bisschen dünner, weil das Salz bewegt sich im Untergrund auch wie ein Gletscher. Okay. Das Salz hat die Eigenschaft, wenn es unter Druck gerät, durch die Auflast der überlagernden Gesteine, gerät es in Bewegung von druckstärkeren in druckschwächere Bereiche. Und in den schwächeren Bereichen reichert es sich dann an. Ja, ungefähr wie ein Gletscher. Ja. Unter Spandau liegt eine 2 Kilometer dicke Salzschicht. Da liegt ein dicker Salzpropfen, auf dem ja dann dieses Erdgas gelagert wird in den Schichten des Deckgebirges. Könnte man sich vorstellen, dass man sogar Fossilien findet in Berlin? Ja, Fossilien sind massenhaft in Berlin in den eiszeitlichen Ablagerungen gefunden. Und zwar haben ja die Gletscher nun nicht nur Granit und sowas aus dem Norden mitgebracht, danke, sondern eben auch fossilführende Kalksteine etwa. Und da gibt es also eine Menge fossilführende Steine, die man gefunden hat. Ich selbst habe auch viele gefunden und kann die auch entsprechend vorweisen. Da sind also Muscheln drin, da sind Krebsartige drin, da sind Ammoniten drin, also Tintenfischartige und so weiter. Und da sind zum Teil sogar Insekten drin, wenn man Bernstein findet, die man ja auch in diesen Schichten dann antreffen kann und so weiter. Also, die Spur der Steine in Berlin, die ist interessanter, als ich es je gedacht hätte. Und wenn wir das nächste Mal spazieren gehen, wir alle gucken wir nicht nur aufs Wasser oder in den Himmel, sondern vielleicht auch mal auf den Boden. Man kann mit etwas Glück auch selber Steine mit Fossilien finden oder auch mit
Mineralen drin. Und wie gesagt, ich biete hier eine Führung auch durch die Hellersdorfer Edelsteinstraße an, wo wir Granatkristalle und andere Edelsteine sehen können. Und wir rechnen eigentlich jeden geschliffenen Stein zu den Edelsteinen, weil man kann auch bestimmte Granite sich um den Hals hängen, gewissermaßen. Wenn man also so eine Granitscheibe hätte, das wäre doch schon was für ein Amulett um einen schönen Damenhals. Absolut. Oder wie auch immer. Also das gibt es. Es gibt solche Granite, die haben tatsächlich auch solche kringelartigen Bildungen, die man dann erkennen kann, wenn man die dann entsprechend anschleift oder so ein Achat in der Größe, kann man auch schon um den Hals hängen, ja. Also, Herbert Schlegel, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jeden Mittwoch ab 16 Uhr, jeden Freitag ab 18 Uhr, Stefan Bornstraße 4, Haus Babylon, sind Sie herzlich willkommen, bringen Sie Ihre Kinder mit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Oliver Ohmann von der BZ.